Und da wären wir auch schon wieder. Na, mal gucken, wie das gleich wird. Es dauert noch eine Minute, bis der Wellenangriff kommt. Und wir haben schon eine Goblin-Horde bei diesem Shop hier. Also bei unserem Äquivalent von dem Shop. Könnte interessant werden. Moment mal, das war unser Shop. Hey, die haben unsere Welt genommen. Hm, cool, okay. Stopp, Pause. Ja, wir haben eine Bautür gebaut. Jetzt hätten wir gerne Rüstung. Dafür brauchen wir ein Seil. Und fürs Seil brauchen wir Wolle und wir haben keine Wolle. Das ist nicht schön. Ich hatte eigentlich geplant, wir bauen jetzt ganz schnell 5 Holzrüstungen, damit unsere Jungs einigermaßen klarkommen. Aber das kriege ich nicht hin, in 40 Sekunden Wolle zu bekommen. So. Ich mach den Auftrag mal weg. Haben wir sonst noch irgendwo Aufträge? Nee. Und es wird dunkel. Okay, Jungs, ihr müsst alle nach Hause. Deswegen mache ich hier unten mal einfach ein paar Aufträge. So. Damit sie was zu tun haben. House walls have been broken. Was? Wo? Wie, was? Oh, da unten. Was zur Hölle machst du da, komisches fliegendes Gesicht? Da ist ein rotes Portal und da kommen Sachen raus. Oh, 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 okay. Gucken wir mal, wie lange die zwei Wände halten. Du zu. Oh, du auf. Noch jemand draußen? Ja, du. Select Wolf, take control. Rein da. Komm schon, rein da. So. Runter, runter. Du, stopp. Hey. Wo ist Essen? Ich habe Hunger. Nein. Ihr sollt da unten pickaxtieren. So. Also jetzt ist keiner mehr links. Gut. Also bald die... Du. Select Warp, Check and Roll. Runter. Release. Zu. Jetzt müssten alle unten eingesperrt sein. Das könnt ihr auch mal ausbuddeln. Das könnt ihr abbauen. So, was haben wir noch? Da ist immer noch ein rotes Portal. Aber diese kleinen Wuseldinger sehe ich nur hier unten. Die kommen anscheinend nicht rein. Zwerge sind hungrig, okay. Das und das könnt ihr noch abbauen. Und mit Dirt ein bisschen hier auffüllen. Das und das und das. Können wir einfach was da oben hinpflanzen? Ne, können wir nicht. So, da kommt der nächste Schwall an Gegnern. Dann sind durch die ersten Mauer durch. Ich denke, wir sind gleich tot. Das heißt, wir werden eine neue Welt anfangen dürfen. Und dann alles besser machen. Also, ich plane jetzt schon mal die nächste Welt. Wir haben ja Zeit. Wir sollten definitiv wesentlich schneller Stein abbauen. Wir sollten uns keinen Kopf darum machen, dass unsere Festung aus Stein ist, sondern erstmal nur eine Festung haben. Also eine Kinkerlitze wie den Boden hier ersetzen durch Stein hätten wir uns sparen können. Den Stein hätten wir lieber dafür benutzen sollen, Portale, Steinmauern zu bauen. Portale sollten wir möglichst schnell nutzen, um an Ressourcen ranzukommen, die wir brauchen. Wie zum Beispiel Wolle, ganz viel Holz, ganz viel Stein. Und versuchen von vornherein mit der Forschung eher in Richtung Waffen zu gehen und Rüstung. Auch wenn die ziemlich weit hinten sind in dem Forschungsbaum. Ah, da kommen die Skelette. Das Ding ist gleich kaputt, dann werden sie hier reinkommen. Ich weiß nicht, ob die klettern können. Oder einfach nur runterfallen. Wenn sie runterfallen, wäre es toll, wenn sie einfach tot.
Du wärst bestimmt auch ganz schön schwierig gewesen. Ach, und sie gehen wieder? Was zur Hölle? Ah, nee, da, okay. Alles verpestet hier. Also ist definitiv noch nicht ganz so ausgereift. Das haben die Goblins, seitdem sie aufgetaucht waren, haben sie gar nichts gemacht bisher. Oh, und es wird Tag. Es wird Tag, es wird Tag, es wird Tag. Das heißt, die müssen gleich alle despawnen. Jo. Weg mit euch. Weg, 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 weg mit euch. Portal ist auch weg. Sehr schön. Also, bau deine Mauer. Bau deine Mauer. Hack den Baum weg. Bau deine Mauer. Nimm die. Oh, warte. Ja, die Goblins sind immer noch da. Seid schön vorsichtig. Und die sind am Verhungern. Nee, Verhungern ist nicht gut. Baut mal die Blätter ab. Und sammelt hier hinten die Sache ein. Du musst auch geschoren werden. Dafür machen wir hier noch ein Portal. Den Busch weg für Essen. Oh. Hier nimmt man das Portal bitte. Du, take control. Der wäre nämlich sonst ganz nach Hause gelaufen. So, und wo wir gerade schon mal hier hinten sind, die Sachen sollten weg. Damit wir weniger Skelette bekommen. Der Busch kann auch noch eingesackt werden. So, nächste Welle kommt in 46 Minuten. Warum Haida? Warum? Wo? Du fängst jetzt schon an zu schreien, weil du da hinten das Hühnchen umbringen willst. Du bist ja ziemlich motiviert. Okay, immer schön daran denken, zwischendurch weiter zu forschen. Genau, Grilled Meat braucht Kohle. Braucht das da und braucht Meat. Njam, njam. Yay. Njam. 6 Stück Grilled Meat. Öl braucht Beeren und Stein. Wir haben Beeren. Wir haben Stein. Problem ist nur, dass wir die Beeren essen können. Wenn wir daraus jetzt Öl machen, wenn wir das Öl nicht essen können. Also sollten wir nicht allzu viel zu Öl machen. So, Seil, wir haben noch keine Wolle. Wir haben noch kein Rope. Das können wir bauen. Also ein Stuhl ist jetzt nicht ganz so wichtig auf unserer Prioritätenliste, aber es schaltet halt immer weitere Sachen frei und gibt Erfahrungspunkte. Und wenn wir mehr Erfahrungspunkte haben, kommen wir in die nächste Stufe und nächste Stufe kriegen wir einen neuen Zwerg dazu. Was dann wieder bedeutet, dass wir schnellere Ressourcen bekommen und. Es ist ja alles ein super Schneeballeffekt hier. Also, was ist das da? Sehr komisch. We are under attack. Wo? Nein. Oh oh. Wo kam der jetzt her? Das ist komisch. Na gut, mach das doch nochmal weg. So, wir brauchen auch einen neuen Deckel, fällt mir gerade ein. Also neue Hatch. Wo auch immer die war. Hier. Oh, die wurde ganz zerstört. Ne, liegt da und muss nur noch eingesammelt werden. Okay. Und hier sieht man jetzt auch den Radius von unserem Totem. Also der Totem deklariert ja unser Haus. Aber die Sternchen gehen nur bis hier. Die gehen nicht weiter runter. Das heißt, ganz nah rangezoomt, ein Bildschirm ungefähr. So, wo portest du dich jetzt hin? Hier hinten, ne? Genau, töte Hühnchen. Das dauert ewig. Weil die mal weglaufen, du auch noch. Das Wildschwein greift uns halt nicht an, weil die halten doch ziemlich viel aus. Kommt da irgendwas raus, wenn die Kropfsteine kaputt machen? Oh, du brauchst auch eine Pickaxe.
Ne, kommt nichts raus. Sehr gut. Kaputt. Gather wheat. Gather wheat. Moment mal. Gather water. Nein, das wollen wir nicht. So. Zwerge sind hungrig. Ja, das machen wir schon. Ganz ruhig. Cut. Boah, ist das viel zu beachten momentan. Ich denke mal, das wird nicht weniger mit der Zeit. So, wir haben Holz, wir brauchen eine neue Hedgecover. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen. Bauen. Eine Hedgecover dahin. Und ich teste mal was. Nee, wir können da keine zweite hinbauen. Schade. Under Attack. Nein! Du, Select Dwarf. Take control. Flee. Oh. Autsch. Und jetzt kann ich nicht mehr steuern. Genau, geh schön dahin. Geh runter und schlaf in dem guten Bett. Nein. Schlafen. Kann ich nicht befehlen zu schlafen? Nein. Release. Dann schläft er auf jeden Fall alleine. Du, Select Wolf. Sleep. Du bist am Kochen. Okay. Wir brauchen mehr Sicherheitsvorrichtungen. Also da muss ein Stein hin. Buildstone. Der Baum muss weg. Und da kommt da auch noch eine Steinmauer hin. Und von links kam bisher ja gar nichts. Goodie. Wir brauchen auch noch... ich glaube, eine Stone Axe, eine Pickaxe. Und da wir lieber alles doppelt haben... 1, 2 davon. Und... wo ist das Holz hin? Ups. Ich hab gerade das ganze Holz gebraucht. Ja. Du brauchst noch eine Pickaxe. Also mehr Holz. Den da können wir noch abbauen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. So, Steinmauer. Da. Ich glaube, das ist Hintergrund. Hintergrund können wir ruhig dort nehmen. Oh. Käfer. Dass uns ein Käfer jetzt schon einschüchtern kann, das ist nicht so toll. Du hast null Leben. Kletter nicht zu dem Käfer. Du, schlaf. Die Zwerge sind manchmal echt ein wenig komisch. So, Steinmauer. Oben drauf, Dirt, Hinterwand, wie auch immer. So, da haben wir ein bisschen Holz. Goblins nerven echt. Wir haben so viel schönes Holz, dass wir nicht abbauen können, weil sonst irgendein Zwerg wieder die sofort angreift. Und es wird dunkel. Es geht viel zu schnell. Warum meckerst du eigentlich? Ach so, oh. Wo kommen die hier immer wieder her? Porten sich irgendwie rein. Na gut, wir haben wenigstens kein rotes Portal diesmal. Das heißt, wenn gleich Skelette von rechts kommen, sind das die normalen Skelette und davon dürften nicht so viele kommen, weil wir ein paar... Oh. Du, Select Warp, take control. Geh in das Portal. Please. Du stehst da mitten bei den ganzen Skelettdingern. Select Dwarf. Take control. Hops. Lauf. Na komm. Und release. So, alle zu Hause. Nicht die Sachen jetzt einsammeln. Jetzt weiß ich, warum sie gesagt haben, dass das Spiel ist wie Dwarf Fortress. Es ist eh nicht frustrierend mit den Zwergen. Man sieht, man hat gerade eine Invasion von Goblins oder was weiß ich.
Und draußen liegt irgendeine Kettenrüstung. Und sofort läuft irgendein Zwerg los mit der genialen Idee, gerade jetzt die Kettenrüstung einzusammeln, während eine Goblinhorde vor der Tür steht. Nee. Ist das da unten schon eine richtige Mauer? Nee, ist es nicht.